Ja, hallo zusammen bei Besagan. Ich bin Sammy und spiele heute Baba Is You weiter. Ich befinde mich ja im Blumengarten. Bevor ich hier allerdings weitermache, ganz kurz ein kleiner Nachtrag hier zu dem letzten Level hier im Wald. Dank geht an Chosen 2, dass ich jetzt dieses Level hier auch verstanden habe, wie es eigentlich geht. So, weil ich habe ja das ziemlich wild gelöst und was man eigentlich machen könnte ist, man schiebt mal den Keke da in die Wand rein. Dann muss der nicht mehr Push sein. Schieben wir das Push raus. Dann drehen wir Keke um, dass der nach oben schaut. Dann brauchen wir das Up auch nicht mehr. So, jetzt haben wir hier das Cool. Und jetzt, bevor wir weitermachen, schieben wir die Wand rüber, dass die jetzt Stopp ist und nicht mehr Hot ist. Und jetzt schiebe ich den Skull 1 rüber. Und beim nächsten Schritt schiebt mich der Totenschädel oder swappt mich der Totenschädel in die Wand rein. Die ist zwar Stopp, aber aus der Wand rauslaufen, also ein Teil rauslaufen kann ich trotzdem. Und das heißt, ist das Level ist so gelöst. Also eigentlich, ja. Man könnte es auch so lösen. Oder man löst es so, wie ich gemacht habe. Aber wieso würde man das tun? Ja gut, naja. Okay, also. Dann sind wir hier im Blumengarten und eine wichtige Information vorab, ich habe jetzt tatsächlich seit 3 Monaten nicht mehr Baba Is You gespielt. Kommt gut heute. Ne, sollte schon okay sein, weil ich habe ja immer die Videos für YouTube geschnitten und da habe ich auch immer versucht, die Level noch einmal im Kopf mitzulösen, bevor ich die Videos dann durchgegangen bin. Von daher hoffe ich, dass ich doch auf Touren geblieben bin, während diesen 3 Monaten nicht Baba spielen. Aber wer weiß. So, relaxender Ort ist das nächste Level. Aber ich habe jetzt nicht 3 Monate nicht gespielt, weil ich keine Lust hatte. Was ganz und gar nicht. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Also, Flagges Win da oben müssen wir wahrscheinlich zusammensetzen, damit wir dann in die Flagge rein können und gewinnen können. Dann der Text schwebt mal wieder. Den Stein können wir schieben. Wir haben hier noch einen Keke. Wir haben hier eine On-Condition. Was sonst noch? Das Förderband ist Shift, wie immer. Wenn der Keke auf dem Stein ist, ist er schwach. Wie könnte ein Keke auf dem Stein sein? Ich habe hier nichts, das ich in Keke verwandeln könnte. Okay. Na gut. Das heißt, wenn ich hier reingehe, Förderband, komme ich nicht mehr raus. Wasser lässt mich sinken. Wenn ich irgendwas anderes reinschieben könnte, könnte ich nachher durch. Zum Beispiel der Stein. Das Problem ist dann nur, dass hier oben nochmal Wasser ist. Dann gehe ich drauf. Das heißt, ich bräuchte noch irgendwas, einen zweiten Stein oder einen Keke oder irgendwas, was ich da ins Wasser schubsen könnte. Wäre die erste Idee, die ich hätte. Also. Das Ding ist halt, ich könnte den Stein in Keke verwandeln. Und dann sagen, Keke ist Push. Aber ob das jetzt ein Stein ist oder ob das ein Keke ist, spielt so ziemlich keine Rolle. Solange der Keke nicht auf dem Stein ist, weil dann ist er schwach. Gut, soweit war ich, glaube ich, das letzte Mal auch. Dann geht's jetzt hier weiter. Das ist auch schön. Die Aufnahme läuft schon 5 Minuten und jetzt gibt es die Fortsetzung. Könnte man... Nö, könnte man nicht, weil Text ist automatisch Push. Aber wenn dann der Stein nicht mehr Push ist, könnte ich sowas tun. Was ist, wenn ich jetzt sage Rock on Text? Aha. Dann brauche ich mal das Push. Rock und Text ist Keke. Wollte ich einfach mal ausprobieren. Wenn ich jetzt das Push drauf mache, hup, da habe ich einen Keke. Ich hätte auch einfach Rock ist Keke. Ups, Moment, das ist Rock. Oh, Jesus. Jesus. Also, es ist ein normaler Keke. Also. Das war jetzt dieselbe Variante wie vorhin. Rockys Keke, nur diesmal in kompliziert. Okay.
Ja, ich müsste jetzt Ideen sammeln, weil die einzige Idee, die ich halt habe, ist, ich brauche einen zweiten Gegenstand, den ich da oben reinschieben kann. Wait. Ach so, ich kann hier nicht zwei Dinge reinschieben. Ich könnte da oben den Text mit etwas stoßen, aber wenn ich hier was reinschiebe, zum Beispiel den Stein, und dann Text. Ah. Jetzt könnte ich natürlich rein, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück, dann kann ich nicht mehr sagen, Rock ist Push. Oh! Oh! Text! Ja, komm mal hier runter. Text on Rock ist Keke. Weil Text habe ich genug. Ich brauche aber nicht Text, ich brauche noch etwas, was ich da reinschieben kann. Text on Rock ist Keke. Es ist aber das Problem, das Push, das brauche ich noch. Aber ich brauche den Keke nicht mehr. Das heißt, geh mal weg hier. So. So, jetzt schauen wir das Keke auf den Stein. Text on Rock ist Keke. Und Keke on Rock ist schwach. Alter, jetzt weiß ich, wieso das da steht. Oh. Nein, jetzt bin ich erst so weit. Ah. Keke on Rock ist weak. Da sind wir wieder an der Stelle, an der mir das Devil einen Strich durch meine schönen Ideen macht. Jetzt schiebe ich bei. Wait! Und weil der Text schwebt, wird er nicht vom Förderband nach vorne gestoßen. Schaut mal den Timer aus, es macht eh keinen Sinn, wenn der da läuft. Oh, schön. Zurück bei Baba Is You. Brauche mehr Kekes, so. Jetzt kann ich auch nicht der Stein bleiben, nicht auf dem Förderband. Und wenn ich Text auf das Förderband tue, solange der Stein Push ist, pusht es den auch rüber. So kriege ich den nicht mehr aufs Förderband. Jetzt mal ein bisschen ausprobieren. Was ist, wenn ich sage, Rock und Text ist Push. So. Das heißt, jetzt geht nichts. Und wenn ich jetzt einen Text darauf tue, dann geht er mit dem Text mit. Aber nur dann. Das war's, okay. Okay, das war's. Weil jetzt der Stein. Oh, Area clear. Ich habe gerade erst angefangen heute. Okay, weil der Stein jetzt nur Push war, wenn Text drauf war, konnte ich den Text wieder auf den Stein schieben und konnte deshalb als Baba auch noch übers Förderband drüber laufen. Okay, schön. Geheimer Garten, oh ja, das erinnert mich an Shadow of the Colossus. Geheimer Garten, so, sieht erwartungsgemäß ähnlich aus wie zuvor. Totenschädel,
erwartungsgemäß killt. Allerdings, wenn der Totenschädel auf Keke und Stein ist, dann ist er schwach. Wenn wir einen Stein und einen Keke auf dem Totenschädel haben. Kriege ich ja vielleicht hin, nur das Problem ist, nachher haben wir immer noch das Level zu lösen. Oh, ja, aber der Keke ist jetzt auf dem Stein nicht mehr schwach. Das heißt, ich kann sagen, was passiert, wenn ich hier der Stein... Ja, genau, okay. Passiert nichts, das wollte ich so. So, Rock on Text... Ah, shit, was tue ich? Rock und Text ist Keke. Dann haben wir einen Keke. Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte, was ich vorhin machen wollte, Text und Rock. Oh mein Gott, okay. Text und Rock ist Keke. Das ist natürlich so ein bisschen... blöd, der sollte jetzt, ja, jetzt muss ich den Stein noch um eins verschieben, Moment, Rock, eins hoch, so. Das On brauche ich nicht mehr, das Rock, das brauche ich noch, ich muss Rock is Push noch sagen können. Text on Rock is Keke, so. Moment. Text und Rock ist Keke. Jetzt haben wir einen Keke und einen Stein. Jetzt warte ich einmal, dann geht der Stein weg. Okay, oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Ja, 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 ich sehe es. Ja, ja, ja. Wir haben Text und Rock ist Keke. Wenn ich das Is jetzt da reinschiebe, verwandelt sich das On in Keke. Jetzt haben wir das On nicht mehr da. Das heißt, jetzt haben wir Rock is Keke. Das heißt, im nächsten Schritt verwandelt sich jetzt der Stein in Keke. Okay, ja, dann muss ich das Is wegnehmen. Das Problem ist nur, das Is brauche ich hier noch am Push. Ich muss das aber sofort wegnehmen. Nein! Eben, genau das ist das Problem. Schön. Okay, jetzt nur ein Frame, ein Schritt und jetzt ist der Stein nicht drauf. Moment. Durcheinander. Shit, okay, ich muss den Stein noch eins rüber machen jetzt. Ah. Rock is Push. So. Text on. Rock. Brauche ich das Is wieder? Is? Nein, noch nicht. So. So. Jetzt. Und jetzt das Is weg. Und jetzt habe ich einen Keke und einen Stein gleichzeitig. Und die müssen jetzt beide... Das muss auf dem On sein. Shit. Okay. Der Stein... Der Stein muss noch eins hoch. So. Text on. Rock ist Keke. Und jetzt wieder weg. So, jetzt habe ich beides. Und jetzt? Nein. Nicht da durchschieben. Rock ist Push. So, jetzt machen wir den auf den Totenschädel drauf. Und jetzt sagen wir Keke ist Push. Machen den auch auf den Totenschädel drauf. Jetzt ist der Totenschädel putt. So. Ich brauche das On noch. Den Text brauche ich nicht mehr. Aber das On brauche ich noch. Jetzt muss ich dasselbe machen wie vorhin, dass ich sage... entweder Keke oder Rock ist nur Push on Keke oder Rock. Das
heißt, ja komm, Restarter. Was für ein Durcheinander. Also. Moment, ich brauche das S. Okay, Taxi, wie schwierig kann es sein? Jetzt haben wir KK's Push. Geh mal runter hier. KK's Push, so. KK auf Totenschädel, Totenschädel tot. Das geht ja gar nicht, das Push ist da ja, ich kann ja gar nicht schreiben, Rock und KK's Push. Ja, und ich find's immer lustig, wenn die Leute nicht zwei Schritte nach vorne schauen. Im Voraus schauen. Zuerst mal den ersten Schritt machen und dann merken, ups, der zweite geht gar nicht. Jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Mhm. Also lass mich mal überlegen, KK's Push, jetzt könnte ich sagen Rocky's Push, könnte den auch rüberschieben. Das Problem ist, es ist nur eins von beiden. Es ist nur eins von beiden. Push. Aber ich kann jetzt sagen, Rocky's KK. Und jetzt sage ich KK's Push. Das hat jetzt übrigens nichts damit zu tun, dass ich irgendwie böse bin oder so. Das war jetzt 50-50. Ich hätte auch sagen können, KK's Rock. Ich habe mich jetzt einfach, ohne zu entscheiden, habe ich jetzt einfach Rockys KK gemacht und töte jetzt zwei KKs. Oh. Gleichzeitig. Das ist ein Problem. Oh. Wieso sterben die denn gleichzeitig? Kann ich hier irgendwie... Nein, wenn ich jetzt sage... Da komm ich nicht mehr rein. Aber jetzt habe ich den Fall von vorhin. Oh la la. Okay, nice. Also, nächstes Level. Maritime Adventures or wie heißt es? Weiß nicht, wie man es ausspricht. Da Maritime, ja. Wasser. Da ist eine Hand. Ah, das ist wirklich eine Hand, ja. Da steht Hand. Die Hand, die bewegt sich, ja. Und ich bin Baba. Und wenn ich ins Wasser gehe, kann ich nicht. Weil Wasser ist Stop. Stop. Sagt das Wasser. Die Flagge ist Winna, wir haben gar keine Flagge. Die Tür hat eine Flagge. Die Tür könnte shut sein. Und dann ist die Hand, die macht open. Okay, dann haben wir hier noch das orange Zeugs, das scheint Lava zu sein. Ach, im Moment, aber Wall ist Push. Okay. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier sage, Door ist shut, dann komme ich nicht mehr raus. Dann killt mich die Lava. So. Bleib auf der Tür drauf. Das ist gut. Bleib auf der Tür drauf. Nee. Bleib nicht auf der Tür drauf. Weil ich kann ja mit Baba jetzt nicht da unten sagen, Doris, shut. Dann habe ich nachher Lava im Weg. Ah ja, die Hand geht ja kaputt, wenn sie die Tür aufmacht. Das ist das Problem. Wieso habe ich ein On? Was kann ich mit einem On machen? Ich könnte sagen, irgendetwas
auf der Wand oder irgendetwas auf Baba oder irgendetwas auf der Hand ist irgendwas. Geht das? Okay, die Lava ist immer noch da. Das wollte ich ausprobieren. One-Handed-Move. Dann geht die Wand auch noch spazieren. Jawohl. Wall on hand ist Baba. Nein, die Wand ist Wand. Das passiert mir immer wieder. Die Wand wird niemals etwas anderes sein als Wand. Das heißt, ich kann keine Armee von Babas erschaffen. So, jetzt habe ich kapiert, dass ich für dieses Level überlegen muss. Wenn ich irgendwie sage, Hand on Wall is Move. Ich habe ja im Prinzip zwei Spielfiguren. Wenn ich mit einer Spielfigur unten reingehe, das ist die Feet hochschiebe und dann mit der anderen Spielfigur sage, ich bin nur noch die andere Spielfigur, da könnte ich sagen, dass da unten ist Move, dann kommt das von alleine wieder über die Lava drüber, weil wenn es nicht ich ist, kann es über die Lava drüber, ohne zu sterben. Also muss ich wieder sagen, es ist ich, dann kann ich rüber und dann kann ich es wieder move. Dann kann ich es move und da, oh mein Gott, okay. Ich richte mich aus und Baba ist jetzt nicht mehr ich. So, dann ist Baba auf der Lava, aber stirbt nicht. Stattdessen, stattdessen sage ich jetzt, Baba ist move, dass der eins nach vorne geht. Na gut, jetzt muss ich hier mal eins rum, das heißt, ich warte jetzt noch ein bisschen. So, jetzt ist Baba wieder you. Scheiße, da ist Lava. Jetzt weiß ich, für was ich die Wand und das On brauchen kann. Weil wenn ich das Spiel hier oben mache, dann muss ich nachher irgendwie noch nach rechts rüberkommen. Und wenn ich sage, keine Ahnung, zum Beispiel Baba on Wall is you, oh mein Gott, okay, okay, das muss Teil der Lösung sein. Das ist zu elegant, um nicht Teil der Lösung zu sein. Das muss ich jetzt kurz, okay, okay, Wall is push. Okay, jetzt mache ich mal hier ein Stück Wand rein. Dann mache ich hier ein Stück Wand hin. Eins nach vorne hier. Dann mache ich hier ein Stück Wand hin. Und das letzte weiß ich jetzt nicht, weil ich muss ja U sein, wenn ich in die Flagge reingehe, sonst geht das nicht. Aber ja. So, Wand war Push, muss jetzt nicht mehr Push sein. Ich sage jetzt, Moment. Ja, so. So, ich sage jetzt, Hand ist, mach das mal dahin. So, und jetzt kann ich sagen, so, und dann sage ich, Baba on Wall is you. Weil dann kann ich Baba, wenn er auf einer Wand ist, neu ausrichten, damit er um die Kurve kommt. Und sonst, wenn er nicht um die Kurve kommt, ist er Move. Na gut, er ist einfach immer Move. Das ist ein bisschen ein Problem, weil ich möchte nicht, dass der Move ist, wenn ich Baba bin, aber egal. Detail. Baba on Wall
Okay, der Baba, der steht jetzt ein bisschen doof. Moment. Nee. Nee. Die Hand. Das ist noch viel besser. Nee. Doch. Das ist noch viel besser. Die Hand. Da muss ich alles wieder umdrehen. Lecker mia. Da muss ich alles wieder umdrehen. Die Hand, weil die Hand muss ja dann die Tür aufmachen gehen. Also die Hand kann für mich alles machen. Hand on. Oh. Da muss ich jetzt auch committen, ne? Von der Höhe her. Muss ich mich jetzt dazu committen. Das kriege ich nachher nicht mehr runter. Hand on wall is you. Und hand is move. Und der Baba, der sollte jetzt noch nach rechts rüber. Das ist jetzt ein bisschen doof. Aber die Hand kröscht jetzt in die Wand rein, oder? Ne, die kommt wieder zurück. What? Okay. Jetzt kommt die Hand. Jetzt kann ich die Hand steuern, weil jetzt ist sie auf der Wand. Jetzt sage ich nach unten. Jo. Dann geht die Wand nach unten. Die Hand. Oh mein Gott. Geht die Hand nach unten. Baba kann jetzt eigentlich rübergehen. So. Die Hand habe ich jetzt auch nach rechts gesteuert. Jetzt warte ich mal. Baba kann eigentlich hochgehen in dieser Zeit. So, jetzt wichtig hochzudrücken, damit die Hand nach oben geht. Da war es die Feet. Gut, dann geht die Hand wieder nach unten. Jetzt drücke ich nach links, damit die Hand zurückkommt. So, jetzt ist die Hand nicht ich, das heißt, die kann über die Lava drüber. Jetzt drücke ich einmal hoch. Jetzt drücke ich einmal rechts. Jetzt drücke ich einmal hoch. Geil. Okay. Hat ein bisschen gedauert am Anfang, aber das war geil. Das war wirklich, wow. Die Lösung, die hat Spaß gemacht. Nächstes Level. Ruinierter Obstgarten. Huh, okay. Die Statue bist du. Ich sehe keine Statue. Außer der meint da diese Säulen überall außen drumherum. Ah, nein, da ist eine Statue in der Mitte. Ja, die aussieht wie ein Ritter. Jetzt, ja, da. Hallo. Okay, ja. Okay, die Statue bin ich. Das Förderband ist ein Förderband und Stopp. Okay. Was, wenn ich sage, das Förderband ist Shift and Not Stop, geht das? Ja, das geht. Okay. Gut. Soweit gut. Die Früchte sind der Tod. Die Tür ist Stopp und geschlossen. Wo ist Open? Haben wir ein Open? Da, and open. Also da können wir irgendwas sagen, and open. Das Problem ist, Key on Key ist weak. Das heißt, wir können nicht mehrere Schlüssel aufeinander haben, sonst gehen die kaputt. Der Keke schwebt und ist Stopp. Und ist auch geschlossen. Ich habe ein Make. Das heißt, wenn ich jetzt sage KK Make Key, dann haben wir dann Schlüssel. Und wenn ich jetzt sage Key ist Push, KK ist Stopp. KK ist Stopp. Komm hier nicht rein. Aber was wäre, wenn ich einfach fieserweise sagen würde, das Förderband macht die Schlüssel. So. Das Problem ist jetzt, wenn ich sage, das Förderband ist Shift and not Stop, dann haben wir genau das Problem, dass die Schlüssel sich gegenseitig kaputt machen. Wenn ich sage, Key ist Push, dann kann das nicht mehr passieren.
Problem ist nur... bringt mir jetzt reichlich wenig, weil ich bringe die Schlüssel nicht zu den Türen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich einen Schlüssel zu wenig habe. Und ich muss noch sagen, Keys open. Oh, Keys jetzt da oben. Wieso ist Keke shut, wenn er schwebt? Da muss es doch nicht shut sein, weil da kann man ihn sowieso nicht öffnen. Okay, auch wenn Keke Stopp ist, mit Kekes Push kann ich Keke schieben. Und Keke Make Key. So. Also, Schlüssel habe ich jetzt. Das Problem ist, es sind immer noch nicht genug. Beziehungsweise... ich habe jetzt da drei Schlüssel, brauche aber fünf. Was ist jetzt? Okay. Wait! Ach so, Keke ist shut. Ah. Deshalb ist Keke shut, weil der macht sich selbst kaputt, wenn man sagt, Keke ist open. Ich muss morgen oder so weitermachen. Neuer Tag, neues Glück. Schauen wir mal. Ich habe vorhin gerade noch eine Folge Dr. Who geschaut. Jetzt fühle ich mich wieder um ein paar Punkte intelligenter. So, die Frage ist ja, wieso ist es förderbar nicht von Anfang an einfach Shift und nicht Stopp? Weil jetzt komme ich nicht durch, jetzt blockiert es ja. Und wenn ich das hochschiebe, dann kann ich durch und kann ja nicht mehr zurück. Also die Frage ist, wieso ist das Bild nicht schon von Anfang an oben? Was ich aber machen kann, ist, ich kann irgendwas anderes hier schreiben. Ich kann schreiben, belt is irgendwas oder belt make key oder irgendwie sowas. Ich habe mir überlegt, als ich heute Morgen aufgewacht bin und im Bett lag, da das belt da oben ist, könnte man ja sagen, belt is push. Dann könnte ich dieses eine Förderband hier unten irgendwo hinschieben. Ob mir das irgendwas bringt, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt mal Keke schieben könnte. Dann schiebe ich den da auf das Förderband drauf. Also, dass sich intelligenter fühlen, das bringt nichts. In einer Ernstsituation wie dieser jetzt hier. Kann ich euch jetzt sagen, aus Erfahrung. Ich muss schreiben, irgendwas ist push and open. Sonst habe ich nichts, das open ist. Ich kriege nur drei Schlüssel durch, sind aber fünf Türen. Es sei denn... ich platziere das Förderband, das mir Schlüssel nachschiebt. Ah, hoppala!
Das heißt, wenn es Keke ihr Schlüssel scheißen würde auf das Förderband und das Förderband schiebt die Schlüssel jeweils nach vorne, dann muss einfach der Key noch push and open sein. So. Und jetzt mache ich hier mal auf. Ja. 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 Ja! Geht doch! Geht doch! Einfach ruhig bleiben. Dann geht's. Blockade. Nächstes Level. Ja, komm, das machen wir noch. Der Stern ist die Wind Condition. Okay, ganz wichtig. Die Säule ist eine Säule. Ich kann die nicht verändern. Die Säule ist und bleibt eine Säule. Water is sink. Der Mond bin ich. Ja, die Säule ist außerdem Stopp. Und ich kann sie aber schieben. So. Das heißt, ich bräuchte jetzt hier dreimal irgendwas, um ins Wasser zu schieben, damit ich dann nachher durchkomme. Ich könnte hier ein einzelnes Ding hinschieben, dann könnte ich sie nach vorne schieben, dann könnte ich es hochschieben. Ich könnte theoretisch hier auch irgendwas anderes ist Sink schreiben. Interessanterweise. Nee. Nee, könnte ich nicht. Ich könnte is Sink schreiben, aber wenn ich dann noch was reinhole, habe ich keinen Platz mehr. Ah, okay. So, also die Säule kann ich schieben. Der Stein, der ist vorerst mal gar nichts, aber den könnte ich auch schieben. Dann habe ich zwei Objekte. Ich brauche natürlich eins mehr. Der Text schwebt natürlich mal wieder. Das heißt, wir können den Text nicht ins Wasser rein schieben. Schwebt drüber. So, das wäre ja mal soweit wir kommen, ohne zu überlegen. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich hier noch ein drittes Objekt her? Ich muss es halt bis hier schieben. Wenn ich dann mit noch was reinkomme. Habe ich keinen Platz mehr. Ja, aber doch, das geht. Das geht sehr wohl. Mach den mal da rein. Dann mache ich den Stein. Nein, ich krieg den ja nicht rüber. Shit! Come on. Wenn ich irgendwie jetzt sagen könnte, Rock is push. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der Aufnahme gesagt habe. Ich will halt diese zwei Teile hier wegbekommen. Weil dann kann ich dann nachher zum Beispiel schreiben, Rock on water is sink. Das heißt, das Wasser sinkt dann nicht mehr, dann komme ich durch. Und dafür müsste ich jetzt irgendwie, ich meine, die Säule kann ich jetzt push, Stein ist ein Problem, weil ich müsste ihn jetzt hier irgendwie hochkriegen. Ich müsste jetzt irgendwie sagen, Rock ist push, während ich auf der rechten Seite von dem Stein bin. Wait. 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 Ah. Ha.
Das Blöde ist jetzt. Nein, nichts Blödes. Weg damit. So, weg damit. Ich habe hier noch genug. Jawohl. Pillar und Rocket Sink. Und tschüss. Jawohl. Geht doch. Geht doch. Brumpidumpidum. So, und da ich weiß, dass ich jetzt schon insgesamt mit gestern und heute 2 Stunden aufgenommen habe für 5 Level und mir das wieder eine wahnsinnige Freude bereiten wird in der Post-Production, das runterzukürzen auf einen Part, muss ich mich jetzt leider schon verabschieden für dieses Mal. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert, abonniert und dann sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss!